Einen wunderschönen guten Abend heute hier am 23. August 2020. Ich bin hier wieder am Abend auf der Baustelle. Diesmal ist es ein Sonntagabend, das heißt, ich habe jetzt hier tagsüber irgendwie fast gar nichts gemacht und überhaupt ja, Krach und großartig Lärm will man am Sonntag natürlich nicht machen, beziehungsweise halt vermeiden. In erster Linie, man kann sehen, so als Update, vielleicht ein kurzes Update zunächst einmal. Also Dach ist noch keins drauf, damit soll morgen tatsächlich begonnen werden. Im Laufe der Woche wird das dann hoffentlich vervollständigt. Also das ist mein Stand, soll das in 1 bis 2 Tagen erledigt sein, das Thema. Da bin ich selbst ganz gespannt. Der Dachstuhl selbst, also das Holzgebälke, das befindet sich eben beim Zimmerer aktuell. Das ist mittlerweile eingetroffen. Der Prozess nennt sich Abbinden, wie ich gelernt habe. Das heißt, das Holz wird irgendwie vorbereitet, zugesägt und so weiter. Und dann halt im Wesentlichen hier fertig angeliefert und muss dann nur noch hier zusammengesteckt werden. Und dann kommt natürlich noch eine Lattung drauf und die Dachziegel. Und all das ist wohl ein Job für 2, 1, 2, 3 Tage. Ich bin da mal gespannt, wie lange das tatsächlich dauert. Und ich werde auch das sicherlich weiter verfolgen und dokumentieren. Ich habe halt in den letzten Tagen neben einigen Arbeiten im Innenbereich wieder vor allem mich um die Fenster gekümmert und da vor allem um die Konzepte. Man kann sehen, diese Palette hier, die habe ich noch gar nicht angefasst. Bei dieser Palette, die habe ich mal so ein bisschen provisorisch wieder verdeckt mit Malervlies, einfach um die Fenster vor dem gröbsten Schmutz hier zu schützen. Und das ist auch tatsächlich die größte Herausforderung bei diesem ganzen Fensterprojekt. Der Hintergrund ist ja, dass ich in fast jedes dieser Fenster, ich glaube, wir haben auch 2 Festverglasungen, da muss ich dann erstmal nichts machen. Bei allen anderen möchte ich ja die Fenster, beziehungsweise halt die einzelnen Flügel in den Fenstern überwachen mit Reed-Kontakten, um halt die Fensterstellung zu kennen, ob das Fenster offen oder geschlossen ist oder auch gekippt. Das heißt, ich habe pro Flügel in der Regel 2 solcher Kontakte, 2 Reed-Kontakte. Und ja, das ist dann, die Theorie ist einfach, in der Praxis doch gar nicht so trivial. Das erste und größte Problem bisher war es tatsächlich, die Fenster zu bewegen. Die sind halt hier auf so einer Palette, wurden die angeliefert, hier auf der Baustelle zwischengelagert, abgestellt. Und ja, die sind natürlich erstmal halt eingepackt, eingeschweißt und so weiter. Das ist das kleinere Problem, aber die dann tatsächlich ohne größere Beschädigungen halt zu bewegen auf der Baustelle, auf dem Grundstück, ist dann nicht trivial. Da hatte ich jetzt aus Mangel an Helfern irgendwie immer wieder Probleme und konnte mich nur habe mich jetzt erstmal den kleineren Fenstern gewidmet eben in den letzten Tagen, hatte die mal mir die Innereien angeschaut, die aufgemacht und jetzt habe ich zumindest mal ein Konzept erarbeitet. Und zwar ist das ja so, dass die Fenster, soweit ich jetzt bisher das sehen konnte, sind tatsächlich alle gleich ausgestattet, macht ja auch Sinn, gleicher Hersteller und so. Und in jedem Fenster gibt es mindestens an einer Stelle eben ein solches Teil. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das heißt. Ich hatte das ja in so einem vorangegangenen Video auch den Mechanismus selbst schon gezeigt. Das ist halt im Fensterrahmen und da gibt es eben diesen Pilzkopf des Fensterflügels dann, der hier dann entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite, je nach Fensterstellung, eben hineingefährt und ja, dort verriegelt wird. Und ich habe jetzt leider gerade nicht greifbar oder nicht präsentierbar eben hier von der Unterseite dieses Bauteils, also hier Reed-Kontakte angebracht und den Pilzkopf dann mit einem Magnet ausgestattet und kann so halt die Fensterstellung abfragen. Das hat geklappt, das habe ich mit dem Multimeter hier auch tatsächlich mal getestet. Hierzu hatte ich halt die Fenster aufgebockt mit so Klappböcken und da ist das Ganze mal durchgespielt. Problem Nummer 2, und das war auch nicht ganz trivial, also das ist noch nicht endgültig gelöst, ist es die Kabelführung im Fenster. Also letztendlich kommen hier dann 4 Adern von 2 Reed-Kontakten halt zusammen oder enden hier und die muss man natürlich auch dahin führen durch das Fenster. Die Idee ist es jetzt halt durch den Fensterrahmen in das also in den Fensterrahmen hineinzubohren, das ist das kleinere Problem, aber dann halt wieder an der richtigen Stelle herauszukommen und idealerweise auch noch so, dass man das Kabel gegebenenfalls halt austauschen kann oder die Reed-Kontakte, falls dort doch mal ein Fehler, Defekt oder irgendwas eben passiert während der Installation oder auch dann beim Betrieb. Wer weiß, wie lange das hier im Betrieb sein wird, dann wäre es eben schön, wenn man das austauschen kann. Ich habe jetzt, glaube ich, eben hier was gefunden, nämlich auch wieder Leerrohre, da bin ich ganz großer Freund von. Allerdings ist das ein Leerrohr mit einem sehr geringen Durchmesser. Das Kabel hier in dem Fall, das ist ein, ich glaube, YSTY 2x206, also 4 Adern sind hier drin, mit jeweils 0,6 Quadratmillimeter Fläche oder Durchmesser, eins von beiden, bin mir nicht sicher, relativ dünne Adern halt. Ein KNX-Kabel ist, glaube ich, 2x208, also das ist nochmal ein bisschen dünner als ein KNX-Kabel. Das muss ich zum Reed-Kontakt führen. Und die Idee ist halt hierfür einen Leerrohr zu verwenden.
irgendwie so M20, M16-Leerrohre, die man üblicherweise bei den einschlägigen Herstellern halt erwerben kann. Die sind an der Stelle zu breit. Die kann man halt einfach im Fensterrahmen, im Profil dann nicht führen. Wenn man sich jetzt hier mal so ein Fensterprofil von der Seite ansieht, das ist jetzt ein Beispiel hiervon. Das ist eben der Teil, der dann nachher an der Wand bzw. halt in der Fensterleibung sitzt. Da gibt es eine Vertiefung von etwa 1 cm. Das wird dann mit Bauschaum bzw. mit so irgendwie Montageklebestreifen werden da angebracht, und das wird dann nochmal ausgefüllt, dieser Hohlraum oder dieser Platz. Und da ist halt nicht sonderlich viel Platz, beziehungsweise da kommt man halt mit so einem M25 Leerrohr, M20, M16 Leerrohr eher in Bedrängnis. Auch muss man das ja im Fensterrahmen selbst dann führen. Also das geht ja dann seitlich in das Fenster hinein irgendwo, von oben, von unten, von der Seite, wie auch immer. Und muss halt im Fensterrahmen dann bis zu der Stelle, wo eben dieser Kontakt oder die Kontakte sitzen, geführt werden. Und da sind halt die großen Leerrohre oder diese üblichen Leerrohre, die ich hier so verwende für die Elektroinstallation, die sind tatsächlich zu groß. Ich habe jetzt hier tatsächlich kleinere gefunden, war gar nicht so einfach. Aber wenn man nach den richtigen Begriffen googelt, sucht, dann findet man das auch tatsächlich. Und zwar kommt das aus der Fahrzeugtechnik. Das scheint da wohl irgendwie nicht ganz unüblich zu sein, auch als Einziehhilfe oder irgendwie als Marderschutz oder warum auch immer man das dort verwendet. Da gibt es dann auch Leerrohre, die gehen, fangen dann bei 3, 4 mm Innendurchmesser an und gehen dann eben hoch bis 10, 15. Und ja, ich habe da jetzt eins gefunden, das hoffentlich groß genug ist, um da eben das Kabel einziehen zu können, austauschen zu können im Fall der Fälle, aber halt auch klein genug, dass das im Fensterrahmen eben geführt werden kann. Das probiere ich jetzt eben mal aus, werde es dann in größeren Mengen bestellen. Man kann hier sehen, ich habe auch ein paar andere Dinge eben irgendwie jeweils in 2 Meter Länge bestellt, andere Durchmesser, andere Größen, einfach nur um zu gucken, was sich dort eben anbietet oder halt auch nicht funktioniert. Und grundsätzlich oder zusammenfassend, ja, bin ich mit diesem Teil des Projekts auch nur so mäßig glücklich. Klar, ich spare mir eine Menge Geld. Irgendwie waren das, wie gesagt, 150 Euro pro Fenster, glaube ich, gewesen, die sie hier haben wollten, aber aufgerufen haben für diese Kontakte. Letztendlich kosten die Kontakte, wenn man sie in größeren Mengen bestellt, ich habe jetzt eben die Bestellung schon getätigt, 2,22 €. Und ja, bis zu den 150 Euro, beziehungsweise wenn man dann halt drei verbaut, sind das irgendwie 6, 7 Euro pro Fenster. Das ist noch ein weiter Weg bis zu den 150 Euro pro Fenster, die man sich jeweils spart. Andererseits, und das ist halt das Problem, das Zeug ist richtig schwer und nicht so handlich. Also das ist jetzt nicht mal eben gerade alleine, nicht mal eben irgendwie eingebaut. Und die größere Problematik oder etwas, das mir tatsächlich Sorgen macht, ist halt diese Zwischenlagerung. Ich habe jetzt hier mal so ein provisorisches Lager gebaut. Ich kann das ja auch nicht wieder zurück auf die Palette stellen, weil ich da an die nächsten Fenster ran muss. Das heißt, ich muss die irgendwo zwischenlagern. Da habe ich jetzt hier mal so ein bisschen was gebaut, so eine Art Gestell. Aber letztendlich, man kann sehen, diese Schutzfolien, die halten zum Teil nicht mehr auf der Palette. Also die fallen schon dort ab, bevor ich sie überhaupt angefasst habe. Und das wird dann nicht besser über die Zeit. Man kann das sehen, das hält auch nicht wieder. Irgendwo habe ich auch eine Warnung gelesen, dass man das eben nicht festkleben soll, da man vielleicht sonst Klebereste irgendwie am Rahmen hat. Und dementsprechend, ja, man kann sehen, das wird dann durch den Regen, der jetzt hier in den letzten Tagen eben aufgetreten ist, auch wieder ein bisschen schmutzig, nass. Und ich hoffe einfach mal, dass die 2, 3 Wochen jetzt hier schnell vergehen, beziehungsweise gerade so schnell, dass ich die alle noch eingebaut bekomme. Aber dass da jetzt keine größeren Schrammen oder Kratzer oder irgendwie Beschädigungen auftreten, das wäre ärgerlich und ja, auch nicht so einfach zu klären, wer dann denn schuld ist. Und ich weiß nicht, wie man sich da einigen würde, wenn da was wäre. Vor allem, wenn das halt schon auf der Palette drauf ist. Klar, wenn ich das selber bin, ist das mein Problem. Wenn das aber schon hier beschädigt wäre, wäre das eine sehr unschöne Situation. Ansonsten ist halt die größte Herausforderung, dass ich tatsächlich in einem ersten Schritt erstmal sämtliche dieser Teile, von dessen Namen ich leider nicht kenne, ausbauen muss. Also ich muss wirklich jedes Fenster erstmal hier in dem Bereich aufbocken. Dafür hatte ich ja diese Klappböcke. Dann die Fensterflügel öffnen. Dafür muss ich erstmal den Griff oder einen provisorischen Griff eben benutzen. Die sind verriegelt. Also muss ich sie über den Fenstergriff entriegeln, muss den Fensterflügel öffnen, muss dieses Teil herausschrauben. Das sind 2 Schrauben. Muss dann halt ja, gut dokumentieren, wo das genau hingehört. Das mache ich eher des guten Gewissens wegen. Wahrscheinlich sind die auch untereinander tauschbar. Muss dann die Dinge halt mit nach Hause nehmen, die dann in einem, ja, so aufwendig ist das nicht, aber man muss dann mechanisch mit dem Dremel ein bisschen was entfernen, um dann halt die Reed-Kontakte einkleben zu können. Muss dann wieder auf die Baustelle kommen, muss die Fensterrahmen bohren, muss diese Dinger wieder einbauen, muss dann die Kabel hier führen mit den Leerrohren.
Und das Ganze halt 18 Mal. Und dementsprechend ist das doch sehr zeitaufwendig. Und ja, bei einem weiteren Bauvorhaben würde ich mir dann überlegen, ob es das Geld eben wert wäre oder nicht. Klar, wie gesagt, man spart eine Menge Geld. Andererseits ist das doch schon ein Aufwand. Aktuell in der Bauphase ist das schon okay. Wir können jetzt hier mit der Elektroinstallation, die kann noch mal ein, zwei, drei Wochen hier ein bisschen sich in die Länge ziehen. Das bricht uns jetzt nichts ab, das tut nicht weh. Aber ich muss halt schauen, dass ich in den nächsten 2 Wochen damit hier fertig werde. Denn der Termin für den Montagetermin für die Fenster ist fix. Das wird KW Kalenderwoche 38 werden. Und bis dahin muss das halt alles tatsächlich verbaut sein, vorbereitet sein. Auch die Schlitze, wo halt dann diese Leerrohre aus dem Fenster herauskommen, die müssen da schon an der richtigen Stelle sitzen. Hier in dem Erdgeschoss bzw. im Obergeschoss ist das weniger ein Problem. Das ist ja Proton, da habe ich das richtige Werkzeug, das ist schnell weggefräst. Im Keller hatte ich ja im Vorfeld schon, der ist eben betoniert als weiße Wanne, da hatte ich im Vorfeld ja schon die Leerrohre eingezogen und vorbereitet. Da muss ich mal schauen, dass das eben genau dort jetzt an den richtigen Stellen herauskommt. Das muss ich auch nochmal vermessen und mir im Detail dann anschauen. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass ich hier jetzt noch die nächsten 2 Wochen beschäftigt sein werde, bis ich tatsächlich ja, jedes Fenster entsprechend vorbereitet habe. Jetzt habe ich eben eine ganze Weile drüber gequasselt. Ich werde das auch definitiv nochmal vorführen und zeigen. Ich hatte beim letzten Mal einfach die Kamera nicht dabei, als ich das Multimeter angeschlossen hatte und das wirklich vermessen oder im Detail eben angeguckt habe mit den Pilzköpfen, mit diesem Mechanismus und mit den Fensterkontakten. Sobald ich hier das nächste Mal ein Fenster aufgebockt habe, werde ich das auch demonstrieren, wie das eben funktioniert. Auch wie die letztendliche Einbausituation aussehen wird, werde ich sicherlich nochmal zeigen in folgenden Videos. Aber für heute und für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Das war jetzt ge genug Gequassel über irgendwie ein paar Fenster und ein paar Kunststoffrahmen. Aber ja, im Detail ist das dann alles eben doch eine Menge Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.